Hey Leute, könnt ihr euch noch an dieses Fehlerbild hier erinnern? Mir ist endlich der Fehler aufgefallen. Seht mal auf die rechte obere Ecke. Im rechten Bild die zweite Säule von oben. Da steht daneben ein Dude oder ein Gegenstand, ich bin nicht ganz sicher. Und auf der linken Seite eben nicht. Und das wollen wir heute natürlich als erstes überprüfen. Hier steht nun an dieser Stelle nur eine Dose. Keine Person, kein Gegenstand, der in etwa dieselbe Größe hätte. Von daher schlage ich einfach mal vor, wir stampfen hier genau vor der Säule herum. Und dann haben wir auch die Hinweis... Kunstaufgabe Nummer 8 von der finsteren Seite des Mondes geschafft. Ja, nice! Dann wäre auch dieses wirklich schwierige Fehlerbildrätsel abgehakt und als nächstes fahren wir fort mit einem Challenge-Raum, der sich hier gleich um die Ecke befindet. Allzu viel gibt es ja jetzt nicht mehr hier im Schlemmerland zu erledigen. Zumindest keine Aufgaben, die durch des Mondquaders aufgetaucht sind. Aber es gibt wohl noch ein paar geheime Missionen. Aber da gucken wir einfach mal. Uns fehlen jetzt noch so ungefähr 13 Monde. Und da müssen wir der Reihe nach gucken, wo denn da noch was sein könnte. Aber jetzt arbeiten wir jetzt erstmal die Liste ab. Ich glaube, ich sollte hier in der Höhle nicht so viel labern, weil das ist eher... Das ist eine eklige Ansicht, die mir nicht ganz gefällt. So eine erzwungene 2D-Ansicht. Okay, man kann noch einigermaßen die Kameraansicht verändern. Ja, so eine seitliche Ansicht, die tut mir hier in dem Areal ganz gut. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht den geheimen Mond verpasse, der eventuell direkt hier oben sein könnte. Ja, doch, irgendwas muss hier sein. Okay. Aber ich habe mich jetzt so dämlich angestellt, dass das fast schon zu viel Zeit gekostet hat. Wir müssen mit einem Long Jump versuchen, das Ganze zu retten und... Ja, gut. Das hat funktioniert. Wow, nicht schlecht. Ach, und wir haben sogar Glück gehabt. Weil das Sieb taucht in die Lava ein. Das habe ich jetzt gerade gar nicht realisiert. Wow, wow, wow. Gleich mehrfach Glück hier in diesem Subraum. Aber hey, bestanden ist bestanden. Zwei weitere Monde in meiner Hand. Und wir vergleichen mit der Karte. Da oben haben wir noch das Cooper Freerunning. Das gibt auch zwei Monde. Hier im Süden ist alles erledigt. Und hier hätten wir halt noch zwei. Ja. Ja. Und den einen, den wollte ich ja sogar noch in der letzten Folge holen, aber dann habe ich mich ablenken lassen durch Captain Toad und noch ein, zwei andere Monde. Wie es halt immer ist in Super Mario Odyssey, ne? Reizüberflutung. Jedenfalls, der Mond hier ist auch kein allzu großes Problem. Wir brauchen eigentlich nur einen Hothead, der sich irgendwo hier in... dieses Areal verlaufen hat und mit dessen Hilfe können wir dann eigentlich mehr oder weniger problemlos... Aua! Herr Hilfskoch! Sie können aber nicht sehr gut mit Messer und Gabel umgehen. In meiner Nase hat das nämlich nichts verloren. Jedenfalls schnappen wir uns einen der Hotheads und dann sollte der Mond absolut kein Problem sein. Aber ich mache mir Sorgen bezüglich der ganzen unbekannten Monde. Und dass da hinten nichts mehr ist, das kann ich auch irgendwie nicht glauben. Oder war diese Insel schon immer... Ach, warte mal, der Dude. Der ist doch neu. Ich weiß gerade nicht, ob die Röhre schon mal da war. Ich bin hier, um die Risse im Boden zu reparieren, aber wie es der Zufall so will... Ich habe Höhenangst und traue mich nicht weiter. Ich wünschte, mir würde jemand die Arbeit abnehmen. Er hat Höhenangst? Das sind 2 Meter oder so. Das war's. Völlig lächerlich. Außerdem haben wir das doch sogar schon gemacht. Stimmt's? Doch, wir haben doch die Aufgabe schon gemacht. Und das ohne diesen NPC. Ich erinnere mich.
Ich bin aus Zufall drauf gekommen, dass man die ganzen Unebenheiten hier reinstampfen muss. Und dafür gab es dann einen Mond. Oder gibt es jetzt einen zweiten? Nee. Nein. Oder stand der Typ doch da? Ich kann mich überhaupt nicht an den erinnern. Ja, wie dem auch sei. Das war jetzt verschwendete Lebensmüh. Aber auch das gehört dazu, wenn man auf der Suche nach versteckten Monden ist. Holen wir uns jetzt erstmal den, bei dem wir uns sicher sein können, dass er sich an Ort und Stelle befindet. Und das wäre der hier. Unter dem Fleischplateau. Läuft. Also, in dem Tempo kann es gerne weitergehen. Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir irgendwas in diesem Areal hier übersehen haben. Diese Tür kommt mir total unbekannt vor. Was war denn das noch gleich? Hä? Hier war... Ach, das ist der andere? Ah, ich habe mich schon gewundert. Ich konnte mich überhaupt nicht an diese Tür erinnern. Aber das scheint wohl der andere Mo... Nee, doch nicht. Hä? Was ist das denn für eine Tür? Und vor allem, wieso ist sie jetzt erst aufgetaucht? Ohne Grund? Hätten wir jetzt noch irgendein bestimmtes Kostüm anziehen müssen, hätte ich es ja verstanden. Aber die Tür ist einfach erschienen aus dem Nichts. Gibt es davon noch mehr? Oder war die wirklich schon immer da und ich habe es nicht geblickt? Vor allem, ich dachte ja gerade, dass die mit dem geheimen Mond zu tun hat, der da... Nee, der ist hier. Der vom Mondquader, den habe ich gerade in dieser Tür vermutet. Aber Pustekuchen. Ist ja seltsam. Also wenn da einer Bescheid weiß, ob diese Tür wirklich schon immer da war, würde ich es gern wissen, weil das wäre ein bisschen peinlich, wenn wir die im Storyverlauf echt nicht gefunden haben. So, aber das war jetzt alles, bis auf das Cooper Freerunning. Das machen wir noch und danach muss ich auf jeden Fall Stakelchen um Rat bitten. Oder warte mal. Auf dem Pökelplateau oben. Gibt es da vielleicht noch irgendein Secret? Irgendwas, was leuchtet oder so? Ach nein, da... Ja, stimmt. Da ist ja ein Subraum entstanden, ne? Ja, ja, gut. Okay, dann wird das nix. Und die Fackel hier in der Mitte? Hatte die mit einer Story-Geschichte zu tun? Story-Geschichte? Ja. Auch ein Mond, den wir bereits haben. Okay. Ja, dann verschwenden wir mal keine Zeit mehr. Porten wir uns zum Cooper Freerunning. Kann man sich da überhaupt hinporten? Ich versuch's mal hoch oben auf dem Vulkan mit einem gewagten Sprung. Das hat das letzte Mal auch schon so wunderbar funktioniert. Warum also nicht nochmal? Und im Übrigen hier auf dem Weg nach oben könnte ich mir auch gut vorstellen, dass wir irgendwo einen versteckten Mond übersehen haben. Ne, das kann schon sehr gut sein. Bei all dem Salz kann man durchaus mal was übersehen. Ne? Oder der heißen Lava. Wo ist denn jetzt das Cooper Freerunning? Goddammit, ich habe echt keinen Plan. War auf jeden Fall die falsche Seite. Von hier aus komme ich aber auch nicht ran, oder? Ja, aber es muss hier in der Gegend sein. Ach, da unten. Okay, man hat es nur nicht gesehen, weil es nicht geladen hat. Da stehen sie. Beziehungsweise der eine steht da. Yo, Bro, wir sind die Ländersprinter. Lass uns mal wieder ein Rennen veranstalten. Wir kennen dich, Clown, doch. Ich bin kein Clown, Alter. Ich habe euch in jede Welt bislang abgezogen. Ja, ja, weiß ich schon, aber du hast eh nur Glück gehabt. Hier geht's jetzt richtig ab, okay? Jetzt brauchst du so deine heftigsten Skills. Das befürchte ich wirklich. Wir müssen nach ganz oben, oder? Oh, shit, man. Das wird echt ein Akt.
Ich meine, gut, das Normalo-Rennen, das werden wir wahrscheinlich noch ohne Probleme hinkriegen, aber wenn es dann ans Expertenrennen geht, holy shit. Ich habe jetzt schon nicht den optimalen Weg genommen, das weiß ich. Ist das gerade eine gute Idee? Oh, fuck no. Ich dachte, das wäre eine Abkürzung. Nein. Wenn du hier nicht den optimalen Weg kennst, gibt's echt Probleme. Es gibt definitiv die ein oder andere Abkürzung, aber die habe ich halt jetzt nicht im Kopf. Das war ja auch schon wieder ein Fail. Was soll das? Komm, das ist das Lappenrennen. Wir können es noch irgendwie schaffen. Aber dann muss ich was riskieren. Ah, das macht der andere ja auch. Ich habe doch da gerade jemanden gesehen. Aber es lohnt sich, es lohnt sich. Ich bin wieder Erster. Aber da ist der Grüne. Das ist ein wildes Durcheinander. Wo ist die Zielflagge? Aber ich glaube, das hier ist die wichtigste Abkürzung, ne? Ja, ich habe es echt noch geschafft, Mann. Geil. Das war furchtbar. Aber es hat gereicht gegen diese Loser. Und jetzt... Jetzt zählt's. Denn nun kommt das Expertenrennen für Profis. Da darf ich mir auf jeden Fall nicht nochmal sowas leisten. Und auf eine Bestzeit brauche ich auch gar nicht erst hinarbeiten, weil das schaffst du nicht, wenn du nicht die Optimallinie kennst. Sprich, alle Abkürzungen und du musst wissen, wann du welchen Sprung einsetzen musst, welchen Move du halt an welcher Wand brauchst und das weiß ich nicht. Ich versuch's daher auf Krampf irgendwie hinzubiegen. Und ich würde sagen, wir wählen als erstes direkt mal den rechten Weg, weil das kommt mir so vor, als wäre das eine riesen Abkürzung, ne? Ist doch so. Ja, doch schon. Mario, was machst du? Egal, wir haben auf jeden Fall jetzt schon eine Ultra-Abkürzung genommen, die ordentlich Vorsprung rausgeholt hat. Oh, verdammt! Was machst du? Du sollst Seitwärtssprung benutzen. Ich habe den ganzen Vorsprung mittlerweile schon wieder verschenkt und jetzt mich auch noch verbrannt. Das gibt's doch nicht. Oh mein Gott, mach nochmal. Aber tendenziell ist das ein guter Anfang. Ein sehr guter Anfang. Wir müssen dann nur gegen Ende die Moves ein bisschen besser beherrschen. Allerdings, man muss auch zur Verteidigung sagen, es gibt echt wenig Platz. Und das macht Mario natürlich schon Probleme. Ja. Man braucht dann doch den ein oder anderen Meter Bewegungsfreiheit für Seitwärtssprung und Co. Was war das denn? Naja, solange es nur dieser eine Fehler ist, soll es nicht so wild sein. Mann, scheiß Blöcke! Ich wollte einen Drehsprung ausführen, das gibt's doch nicht. Bin wieder dabei, alles zu verspielen! Gott! Das war wieder nicht gut. Aber der Golden hat ebenso Probleme. Ich fass es nicht, Mann. Hier, die Abkürzung, die nimmt er nicht. Warum auch immer. Ich bin einfach schlechter als beim ersten Mal, oder? Nee, doch nicht. 51 Sekunden. Das ist absolut nichts zum Angeben. Null. Aber es reicht für den Mond. Boah. Ich habe das Gefühl, das ist eins der schwierigsten Rennen. Also wenn es um die Bestzeit geht. Deswegen würde mich echt brennend interessieren, was die heftigsten Spieler so für Zeiten haben. Nein, ich will nicht nochmal. Das reicht mir. Wie er schockiert war. Oh Gott. Warte, lass mich raten. 29 Sekunden. ...75.000 sind wir. Und das mit so einer schlechten Zeit. Kann sich ja fast schon sehen, dass... 14?! What? 12?! Wie?! Alles klar. Aber wie gesagt, wenn man die Optimallinie kennt, dann ist es wahrscheinlich nicht mehr ganz so schwer.
Einer von denen wird doch bestimmt ein Video gemacht haben. Das guckt man sich dann einmal an, kopiert den Style ein bisschen, optimiert ihn, wenn es geht. Und dann schafft man das auch. Aber da muss man halt erstmal auf YouTube gucken, ne? So aus dem Stegreif kann ich euch jetzt nicht sagen, wie zur Hölle sie das gemacht haben. Also, 12 Sekunden ist wirklich krank. Damn. Und uns fehlen jetzt noch 7 Monde. 7 Stück. Ich hoffe, Schnackelchen kann mir helfen. Ansonsten verlassen wir die Welt und machen mit einer anderen weiter. Wir müssen ja nicht auf Krampf eine Welt beenden. Ne? Es ist keine Pflicht. Aber ich verstehe immer noch nicht, warum das Fest jetzt keine Quest beinhaltet oder so. Oder vielleicht irgendwo eine geheime Aufgabe, die auf den ersten Blick jetzt nicht so ersichtlich ist. Alle Dosen umschmeißen vielleicht? Naja. Ach halt! Warte mal! Hier ist so ein Ausguck! Und das heißt... Irgendetwas muss sich hier wieder im Himmel versteckt halten. Wie es bei den anderen Welten eben auch war. Aber ich kann nichts erblicken. Jedenfalls nichts... Außergewöhnliches. Überall nur Schalen von Peperoni oder Bohnen oder was auch immer. Nee, aber sonst nichts. Da vorne ist ein Mond, aber der hat wohl mit Hinweiskunst zu tun. Nee, Quatsch, nicht mit Hinweiskunst, mit diesem Warp-Portal. Ich glaube, im Mondland haben wir ein Portal übersehen. Naja, wo es auch immer liegt, früher oder später werden wir es finden. Aber jetzt schauen wir mal, was Schnackelchen zu sagen hat. Mit Schlemmerland Kunst gefunden. Ja gut, das bringt mich jetzt nicht weiter. Ich will was anderes wissen. Hutversteckspiel mal kulinarisch. Was? Hutversteckspiel. Und Hechtsprung vom Topf. Also von hier? Also dieses Hutspiel, das muss doch hier irgendwo sein eigentlich, oder? Was hat der nochmal gesagt? Wollte der irgendjemand Besonderes sehen? Ach, stimmt. Er hat von einem Kumpel gesprochen, der jemandem auf dem Kopf sitzt. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur ein Joke war oder ob er das ernst meint. Weil ich finde hier jetzt auch nichts, was auf die Beschreibung passt. Zumindest nicht in der Stadt. Hey, Moment mal. Hier, diese Fackel. Die ist doch neu. Ich bin mir sehr sicher, dass die damals noch nicht da stand. Und der Kerl auch nicht. Hast du was für mich, Alter? Ein Topfrezept fehlerhaft, ein Topfrezept fehlerhaft. Kritischer Zustand erreicht. Mechaniker dringend benötigt. Die Sensoren melden Mechaniker 0% anwesend. Mechaniker dringend benötigt. Okay, das klingt doch schon mal gut. Wir müssen uns wohl anders anziehen. Hier haben wir außerdem noch einen Kochtopf. Vielleicht müssen wir ja von hier einen Hechtsprung ausführen. Oder irgendwie sowas. Ich habe keinen Plan, Mann. Und ich glaube, ich gucke auch mal hier rein. Vielleicht hat der Typ ja jetzt ein Hütchenspiel für uns. Nee. Hätte ja sein können.
jetzt geht's ans Rätseln, ne? Aber gut. Kümmern wir uns erstmal um die Aufgaben, die machbar sind. Oder hast du hier noch irgendwas zu sagen eigentlich? Warum ist der so still? Mit dem stimmt doch was nicht. Ja, wusste ich's doch. Da ist das Hütchenmonster, was wir suchen. Menno, du hast mich gefunden und ich dachte, ich hätte mich so gut auf dem Kopf von diesem Kerl versteckt. Ich gebe dir mal das hier. Du vergisst bitte, wo du mich gefunden hast und ich widme mich jetzt wieder den leckeren Düften hier. Ja, okay. Und das war das Hutversteckspiel. Ja. Okay. War eigentlich naheliegend. Gut. Freut mich, dass wir das noch gepackt haben. Jetzt habe ich halt nur noch als... Shit, war das unnötig. Als Anhaltspunkt das mit dem Mechaniker. Also, nix wie rein in den Shop. Und umkleiden. Mir gefällt das Clowns-Outfit ja sowieso nicht. Und ich glaube, ich habe es jetzt... eine Zeit lang ausgiebig gezeigt. Das reicht. So. Das ist es. Das Mechaniker-Outfit haben wir seit dem Forstland. Und damals haben wir es, glaube ich, nicht wirklich gebraucht. Also das war jetzt halt zu kaufen und es bot Abwechslung in Marios Erscheinen, aber mehr eben auch nicht. Ne? Mehr auch nicht. Boah, aber ich ärgere mich derbe, wenn wir jetzt irgendwo an so einem Apfelstiel einen Mond finden können. Weil das habe ich nämlich im Storyverlauf alles überprüft, ne? Aber da war nichts. Was nichts heißen muss. Das ist ja das Ding. Ein Topfrezept fehlerhaft, bla bla bla. Ein Mechaniker. Sensoren melden einen Mechaniker. Eintopfanalyse in vollem Gange. System wird neu gestartet. System wieder normal. Dankbarkeit wird generiert. Ach, das war's schon? Ach so! Ach, das war alles! Ich dachte, der Typ hängt mit dem Kochtopf da hinten zusammen. Ja, dann stimmt da irgendwas nicht. Aber ich kann ja auch nicht als Hothead hier reinspringen, oder etwa doch? Moment, das nicht! Aber ich könnte als Firebro versuchen, das Ganze noch ein klein wenig zu erhitzen. Und das müssen wir vielleicht sogar machen. Ich brauche den Firebro ja allein schon wegen der Fackel. Hier im Anfangsbereich gab es doch welche, oder? Ja. Boah, das wird jetzt aber nicht ganz leicht, mit dem in die Stadt zu kommen. Um nicht zu sagen, unmöglich. Warte mal, wie soll das gehen? Na. Ich fürchte, ich muss einen anderen Weg nehmen. Ja, ich weiß auch schon, was die von mir verlangen. Ach Gott. Wenn mir das keinen Mond einbringt, ne? Wir haben einen sehr weiten Weg vor uns. Und zwar von hier aus. Und ich muss, denke ich, sogar vorher den Weg mit den Pfannenbros ebnen. Okay, Leute. Das gehen wir dann in der nächsten Folge von Super Mario Odyssey an. Vielleicht kriegen wir das Schlemmerland ja doch noch zu 100% gelöst. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Verpasst nichts. Und ein Daumen wäre ein Träumchen. Bis zur nächsten Folge. Und tschüss.